Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Thema der Woche. Der DAX hatte diese Woche einiges zu verarbeiten, nachdem er in der Vorwoche noch von hoch zu hoch rannte. Diese Woche gab es jetzt einige Konjunkturindikatoren und wir schauen uns jetzt beim Thema der Woche an, was der Leitindex daraus gemacht hat. Dabei blicken wir zuerst auf den IFO Geschäftsklimaindex. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, die hat sich im September zum fünften Mal in Folge verbessert. Der IFO Geschäftsklimaindex stieg allerdings nur leicht an, von 107,6 auf 107,7 Punkte. Analysten hatten mit einem Zuwachs auf 108 gerechnet, aber die deutsche Wirtschaft ist mit Zuversicht in den Herbst gestartet, so hieß es von Seiten des IFO-Institutes. Im September zeigten sich die Firmen mit ihrer aktuellen Lage etwas weniger zufrieden. Entsprechend sank der Lageindex von 112 auf 111,4 Punkte. Der Index für die Geschäftserwartung, der hat sich aber verbessert von 103 Punkten auf 104,2 Punkte. Und über die Details des aktuellen IFO-Index haben wir am Dienstag direkt nach Veröffentlichung mit Dr. Gernot Nehr, Bereichsleiter Branchenforschung beim IFO, gesprochen. Das Besondere diesmal ist, dass die Erwartungen deutlich gestiegen sind, während die Lageeinschätzung etwas zurückgegangen ist. Das Ganze muss man vielleicht auch vor dem Hintergrund jetzt der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sehen. Wir hatten ja im zweiten Quartal einen ganz starken Anstieg. Im dritten Quartal kam es zu einer leichten Abflachung. Das sehen wir eben jetzt in den Daten auch zum September. Aber die Wirtschaft geht mit Schwung in das vierte Quartal. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also Schwung, wunderbar. Wir haben noch genauer nach dem Aufschwung gefragt, nämlich auf die Branchen bezogen. Wenn man jetzt in die Branchen reinschaut, dann ist auffallend, dass die Investitionsgüter, also insbesondere jetzt der Maschinenbau, im Augenblick noch nicht so voll rund läuft, aber dass hier die Erwartungen eben doch deutlich angezogen haben. Und das spricht eben dafür, dass die Investitionskonjunktur, die ja immer erst im späteren Verlauf eines Aufschwungs kommt, dass die eben in den nächsten Monaten stärker tragen wird. Also es ist gerade so ein Umschalten mehr von einer konsumgesteuerten und getriebenen und exportgetriebenen Erholung auch hin zu einem stärkeren, mehr von den Investitionen herkommenden Aufschwung. Also Aufschwung, soweit Dr. Gernot Nerb, hier Bereichsleiter Branchenforschung beim IFO-Institut. Und wir bleiben beim Thema der Woche bei den Konjunkturindikatoren, denn neben dem IFO gab es dann in dieser Woche auch noch das GfK-Konsumklima und wie es scheint, sind die Verbraucher in bester Kauflaune. Das Konsumklima startet stabil in den Herbst, die Konjunkturerwartung legt leicht zu, die Kauflaune der Bundesbürger scheint ungebrochen zu sein, die Anschaffungsneigung, die kann ihren Spitzenwert aus dem Vormonat sogar noch mal überbieten, allerdings die Einkommenserwartung, die geht leicht zurück. Allerdings auf einem sehr hohen Niveau. Der Gesamtindikator prognostiziert für Oktober 7,1 Punkte nach revidiert 7,0 Punkten im September. Ja, und auch über das GfK-Konsumklima haben wir natürlich anschließend gesprochen, und zwar mit Rolf Bürkel von der GfK, der Nürnberger Gesellschaft für Marktforschung. Wir haben ihn gefragt, worauf der Anstieg beim Konsumklima zurückzuführen ist. In erster Linie ist dafür natürlich die sehr gute Kauflaune der Verbraucher verantwortlich, die ja nochmal zulegen konnte auf überaus hohem Niveau. Hier sind die Verbraucher doch sehr zuversichtlich, dass auch die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Monaten stabil bzw. sich leicht verbessern wird. Wenn man die aktuellen Prognosen des DIW zum Beispiel betrachtet, wird ja davon ausgegangen, dass die Konjunkturdynamik wieder etwas zunehmen wird bis in das nächste Jahr hinein. Und diese Entwicklung trägt dann auch die Konjunkturerwartung in erster Linie, aber auch generell die Verbraucherstimmung Rechnung. Also gute Stimmung, die Anschaffungsneigung ist hoch. Was heißt das genau, haben wir gefragt, was kaufen die Menschen denn im Moment besonders? Ja, das sind in der Regel die Produkte und die Bereiche, die wir auch schon in den vorangegangenen Monaten genannt haben. An erster Linie natürlich immer noch der Immobilienbereich, der natürlich auch von den niedrigen Hypothekenzinsen profitiert. Also hier versuchen die viele Verbraucher, die über finanzielle Mittel verfügen, diese finanziellen Mittel mehr oder weniger auch umzuschichten von Geldanlagen hin in das sogenannte Betongold und entsprechend sich Immobilien anzuschaffen. Heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wer Geld ausgibt, wer einkaufen geht, wer kauft, der hat keine so hohe Sparneigung, die ist nämlich absolut nicht hoch. Ja, die Sparneigung ist in diesem Monat noch einmal oder wieder deutlich zurückgegangen, hat einen neuen Tiefstand erreicht. Also nach wie vor halten es die Verbraucher für nicht sehr attraktiv, das Geld auf die hohe Kante zu legen, was auch kein Wunder ist bei historisch niedrigen Zinsen.
Und bei nach wie vor bestehenden Unsicherheiten über die Entwicklung auf den Finanzmärkten, das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Also hier spüren wir die Finanzkrise immer noch. Wir haben dann am Schluss auch noch nach dem Gesamtfazit aus den gesamten Zahlen gefragt. Das Fazit daraus ist, dass der private Verbrauch eine ganz wichtige Säule der wirtschaftlichen Entwicklung ist, ein stabiler Faktor. Man muss ja immer noch in Rechnung stellen, dass der private Verbrauch fast 60% des Bruttoinlandsproduktes umfasst. Das heißt, die Verbraucher entscheiden doch zu einem wesentlichen Teil mit, wie sich die Konjunktur insgesamt entwickelt. Und da gehen wir davon aus, dass der private Verbrauch in diesem Jahr nach unseren Prognosen etwa um 1% zulegen wird. Das ist deutlich mehr als das Bruttoinlandsprodukt insgesamt. Das heißt, die Binnenkonjunktur ist derzeit ein sehr stabiler und verlässlicher Pfeiler der Konjunktur. Also Pfeiler der Konjunktur. Soweit also Rolf Bürkel von der GfK. Mit ihm haben wir diese Woche nach der Veröffentlichung der Zahlen gesprochen. Positives, wie wir also gehört haben, von der Konjunkturseite, sowohl IFO als auch GfK. Aber die Börse hat sich relativ unbeeindruckt gezeigt. Woher kommt das? Darüber rede ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Frankfurt, Franziska Schimke. Sie ist jetzt von der Börse aus zugeschaltet. Franziska, was hat man denn an der Börse von den Konjunkturindikatoren bemerkt überhaupt die Woche? Ja, man hat gemerkt, dass sie kommen, denn davor war hier ein bisschen ruhiger am Markt. Aber letzten Endes haben sie beim DAX jetzt keine großen Auswirkungen hinterlassen. IFO 5. Mal in Folge gestiegen. Das ist eigentlich hervorragend und super. Aber wir wissen an der Börse, wenn man die Erwartungen nicht trifft, dann gibt es da auch lange Gesichter. Aber die hat es dann auch wieder nicht gegeben, denn nach unten scheint der Markt hier aktuell auch etwas gedeckelt zu sein bzw. aufgefangen zu werden. Beim GfK Konsumklimaindex, da schaut man eben immer nicht nur auf die erste, sondern eben auch auf die zweite Reihe. Und da sind ja die Einkommenserwartungen etwas zurückhaltender gewesen. Und von daher hat es letzten Endes auf diese Daten dann auch keine großen Reaktionen gegeben. Also keine großen Reaktionen an der Börse. Man kann natürlich nicht immer von Allzeithoch zu Allzeithoch rennen. Stellt sich jetzt die Frage, sind die Indikatoren einfach durch die Erwartungshaltung nicht so gut angekommen? Oder wurden diese Themen durch andere Themen, wie zum Beispiel den US-Haushaltsstreit oder natürlich die politische Hängepartie in Deutschland, schlichtweg überlagert? Das ist eine bunte Mischung aus. Wir dürfen nicht vergessen, dass eben die Erwartungshaltungen durchaus hoch waren, man diese nicht erfüllen konnte. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, haben wir Allzeithochs gesehen in der Vorwoche. Das heißt, wir haben hier zuletzt auch eine Mordsrallye hingelegt und somit ist man jetzt auch erstmal so ein bisschen im Verschnaufmodus unterwegs. Aber das Thema US-Haushaltsstreit, das Thema Regierungsbildung in Deutschland als auch die wackelige politische Lage in Italien sind natürlich Unsicherheitsfaktoren und von daher hält man sich aktuell mit solchen Stimmungsbarometern etwas zurück. Und man muss natürlich auch noch mit einbeziehen, wann diese Umfragen des IFOs als auch des GfK Konsumklimaindex gestellt wurden. Das war nämlich noch vor der Wahl. Und das bedeutet jetzt eigentlich, da wir ja noch nicht wissen, wohin die Reise geht von Seiten der Politik, dass wir eben auch noch gar nicht wissen, ob diese Stimmungsbarometer jetzt nach der Wahl überhaupt noch zutreffen. Also Franziska, es bleibt in jedem Fall spannend. Vielen herzlichen Dank an die Börse. Ja, spannend bleibt es auf jeden Fall, was wir aber festhalten können. Gute Konjunkturindikatoren, das heißt noch lange nicht, dass die Börse sich beeindruckt zeigt. Es hängt eben auch noch ein bisschen davon ab, zur Abwechslung mal von der Politik, aber generell auch, was stehen für weitere Themen, zum Beispiel von der anderen Seite des Atlantiks auf der Agenda. Spannend bleibt es in jedem Fall. Das war das Thema dieser Woche. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, spätestens dann beim nächsten Thema der Woche. Danke fürs Zuschauen. Die ganze Sendung können Sie natürlich auch nochmal anschauen unter www.derf.fm. Dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.